Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal zu einem neuen Monatsorakel. Mein Name ist Janina und ich schaue heute für dich mit Hilfe von Tarot, Lenormand und Orakelkarten in die Energien und dein ganz individuelles Potenzial für den Monat Oktober. Die kommenden 31 Tage, was ist da los? Was darfst du dir näher anschauen? Was darfst du vielleicht auch ziehen lassen? Mach es dir gemütlich, hol dir was Leckeres zu essen und zu trinken oder was auch immer du gerne bei Tarot-Videos machst. Tu es, fühl dich gut und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Alle meine verwendeten Kartendecks, die ich hier heute verwende, verlinke ich dir unterhalb des Videos, genauso wie meine persönliche Website, auf der du individuelle Legung buchen kannst. Wir gehen rein, auch schon in der 3-Monats-Legung, ne, die Herbstsaison, die Vorausschau der kommenden 3 Monate für jedes Sternzeichen habe ich hochgeladen auf meinem Kanal, habe ich die astrologischen Würfel verwendet und dasselbe werde ich heute auch tun. Das heißt, mit Hilfe der Häuser und den Sternzeichen-Energien werde ich schauen, welches Thema du dir auf welche Art und Weise nochmal zu Gemüte führen darfst. Im Oktober, liebe Würfel, eine Botschaft für Jungfrau. Jungfrau im Sonnen-, Mond-, Aszendenten- oder Venuszeichen. Aber auch wenn du für ein Gegenüber schaust, bist du hier herzlich willkommen. Wir haben das 3. Haus und schon wieder Sternzeichen Wassermann. Haben wir relativ häufig in den Oktoberlegungen. Das 3. Haus selber vereint unsere Kommunikation, die Gespräche, die wir führen. Sternzeichen Wassermann ist ein Individualist, ist jemand, der auch gerne mal über das Gewöhnliche hinausgeht, hinausschaut. Im Gegenteil, er langweilt sich sogar vor allem, was irgendwie gewöhnlich oder normal ist, also wo man nicht seine Individualität ausleben kann. Der Wassermann selbst ist mit dem Uranus war das, genau, das war der Rebell, deswegen kann man sich das mal ganz gut merken. Uranus verbunden und der Uranus, ne, sag ich schon, steht für Rebellion, steht für Extremitäten, also für alles, was in irgendeiner Form andersartig ist. Der Wassermann selber ist ein Original und hat immer neue Visionen und Ideen im Kopf. Allgemein ein sehr modernes Sternzeichen. Das 3. Haus, ne, Kommunikation, das heißt, du darfst möglicherweise deinen Wortschatz anpassen, darfst ihn verändern, darfst gewagter sprechen, gewagter hinausgehen. Als Jungfrau schaust du immer auf Recht und Ordnung, nicht immer grundsätzlich, Leute, ne? Hier nicht pauschalisieren. Und in diesem Monat darfst du vielleicht einfach mal anders sein, anders denken, anders reden, dich in irgendeiner Form anders austauschen. Legen wir mal hier oben zu, wir machen weiter mit den Orakelkarten von Colette Baron-Reed und Alberto Villoldo. Die Orakelkarten mögen uns bitte mal hier dein großes Thema, ein Zusatzthema für den Oktober, das nehmen wir so, benennen. Kandel, aber Kaktus, Einfallsreichtum, Nummer 29. Die 29 limitiert sich in diesem Falle zur 11. Die 11 steht für die Gerechtigkeitskarte im Tarot und steht einfach dafür, dass alles bei uns ausgeglichen werden darf. Ne? Schau also, ne, die Gerechtigkeitskarte sagt, bleib fair, dann erfährst auch du Fairness, ne? Weil Karma spielt sowohl für wie auch gegen uns. Diese Karte, Kandel, aber Kaktus, Einfallsreichtum, steht für Erkenntnisse. Ich schaue mal gerade ganz kurz parallel in dem Büchlein, da haben wir die Seite, und lese mal so 1, 2 Zeilen daraus vor. Wenn du das Gefühl hast, nicht voranzukommen oder die Idee ausgehen oder dir die Ideen ausgehen, beginnst du an dir zu zweifeln. In solchen Phasen würdest du am liebsten aufgeben, schiebst Frust und ärgerst dich womöglich, weil du nichts auf die Reihe kriegst. Dabei ist alles nur ein Problem deiner Wahrnehmung. Kandelaberkakteen, der Oberbegriff mehrerer Arten von unterschiedlichen Gattungen, können selbst in der Wüste gedeihen. Und so verheißt diese Karte Wasser, wenn alles in dir und um dich herum ausgetrocknet zu sein scheint. Betrachtest du einen derartigen Kaktus in Natura, bemerkst du als erstes seine natürlichen Dornen, die ihn vor Fassfeinden und den Elementen schützen. Was du nicht siehst, sind seine Wurzeln, die bis tief ins Erdreich hinabreichen und den Boden ständig mit Wasser versorgen. Okay,
Dieser Kaktus ist also ein absoluter Selbstversorger. Er ist unabhängig und frei von seinem Umfeld. Ne? In diesem Sinne, mach dich unabhängig, mach dich frei. Da gehe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen auf die Würfel ein. Ne? Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir sprechen, wie wir bisher kommuniziert haben, was du vielleicht mitbekommen hast oder auch wie dich dein Umfeld im Jetzt und Hier beeinflusst. Mach dich frei, weil am Ende bist du deine Schöpfung, deine Quelle der Ideen, deine Quelle der Vision. Du kannst alles erreichen. Du musst dich nur selber auch mit diesen Gedanken anfreunden und gegebenenfalls über den Tellerrand hinausdenken. Dazu hätte ich gerne noch mal eine Kraftkarte von Anja Plattner. Eine Kraftenergie aus dem Kraftorakel. Vielen Dank. Energy Clearing kriege ich schon mal rein. Also Klarheit. Zeit für eine energetische Reinigung. Alles, was nicht zu mir gehört, verlässt jetzt mein System, prallt in Zukunft an mir ab und kehrt dahin zurück, wo es hergekommen ist. Ich lade die Liebe ein, sie schenkt mir Ruhe, Frieden und Kraft. Stark. Genau, alles, was nicht zu mir gehört, verlässt jetzt mein System, in Klammern dieses Haus, prallt in Zukunft an mir ab und kehrt dahin zurück, wo es hergekommen ist. Das ist auch Glaubenssätze, Muster, Dinge, an denen wir uns jahrelang festgehalten haben. Ja, Kommunikationsschleifen, ne, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nicht wundern. Ich hole mal ganz kurz im Hintergrund meine Lampe her, weil mir das jetzt gerade tatsächlich alles ein bisschen zu dunkel wird. Und Dunkelheit wollen wir jetzt in den nächsten 30 Tagen hier nicht erleben. So, meine Lieben, jetzt sprach ich, es werde Licht. So, muss ja auch nicht ganz so hell sein. Okay, also sei, Moment, jetzt habe ich die Karte wieder weggelegt, da ist er. Guck mal, jetzt habe ich so sehr mich von dem Licht irritieren lassen. Reinigung, energetische Reinigung im Außen wie auch im Innen. Wir gehen rein mit dem Tarot, das ist das Licht- und Schattentarot von Chris N. Und wir starten mit deinen Blockaden, erste und zweite Monatshälfte. Erste und zweite Monatshälfte. Erste Monatshälfte, zweite Monatshälfte. Unterm Deck die Zusatzinfo dazu, der Ritter der Münzen. 6 der Schwerter, 9 der Münzen. Die Zahl 6 steht für einen Wendepunkt, die Zahl 9 für die Ernte. Ja, das sind ja grundsätzlich nicht schlechte Energien, dennoch bist du diesbezüglich blockiert. 6 der Schwerter, das ist ja auch Gedanken freilassen, mich von etwas, mich von einem Gedanken, einem Glaubenssatz oder auch einem kommunikativen Umfeld distanzieren. Und diese Distanz, die hier dir ja auch schon geraten wurde von den Würfeln, dieses Umdenken, das scheint dir zu Beginn des Monats noch relativ schwer zu fallen. In Bezug darauf haben wir den Ritter der Münzen. Du bist dadurch blockiert auch in deinem gesellschaftlichen Status. Das kann beruflich, privat, wie auch immer du das betrachten möchtest sein. Es geht aber darum, diese individuelle neue Art zu denken und zu sprechen. Also wirklich Sprache und Gedanken kriege ich extrem bei euch rein jetzt hier im Oktober. Dass du diese, ja, da bist du einfach noch blockiert, diese neue Art oder einen neuen Gedanken willkommen zu heißen. Dieser neue Gedanke blockiert dadurch aber oder wäre dadurch förderlich für eine Veränderung, für Vorankommen, weil der Ritter ist der Aktive. Der Page setzt etwas frei, der setzt Impulse, bleibt aber grundsätzlich passiv. Der Ritter, der kommt dann richtig ins Handeln, der ist dann aktiv. Ich kläre darauf jetzt bitte einmal mit dem Lenormand. Das ist das mystische Beginner-Lenormand von dem Angelina Schulze Verlag. Und wir haben den Sarg. Ja, hier ist irgendwas, hier will was Neues anfangen. Hier darf was Altes gehen. Der Sarg, das ist der Stillstand, das Ende. Das Stillstand von alten Gedanken, alten Gebräuchen, alten Glaubenssätzen. Zweite Monatshälfte. Gehen wir direkt rein. Das sind die 9 der Münzen. Das ist die Erntekarte. Das ist der Gewinn. Ne? Das ist, kann auch eine Auszahlung in einigen Fällen sein. Aber auch dieser Gewinn ist bei dir in der zweiten Monatshälfte noch blockiert. Ne? Und dadurch ist auch dein Sein, deine Präsenz im Weltlichen mit dem Ritter der Münzen in einer Form blockiert. Also du darfst hier wirklich an einer Wesensaktualisierung, sage ich jetzt mal, arbeiten. Okay, und Wesen heißt jetzt nicht, liebe Leute, das heißt jetzt nicht hier komplett anders und du bist gut so, wie du bist. Das meine ich nicht. Aber wir haben alle auch immer so unsere Päckchen zu tragen. Und eines dieser Päckchen scheint dich gerade massiv zu blockieren, fortschrittlich für dich selbst zu denken.
Wir machen weiter. Beruf und Finanzen. Ist ja auch so ein Bereich, wo wir gerne den Ritter der Münzen mit assoziieren. Na, okay, das ist die erste Energie. Guck mal, die hat sich auch gerade so schon gezeigt. Der Ritter der Stäbe. Und, ja, nee, zeigen sich ja nicht. Okay, die Karte zeigt sich. 9 der Kelche. Na, guck mal, beruflich sieht das doch alles sehr gut aus. Zusatzenergie sind die 9 der Schwerter. Du hast dir über eine Situation im beruflichen Kontext lange den Kopf zerbrochen, hast dich vielleicht sogar nicht richtig schlafen legen können. Also es kann wirklich sein, dass du in letzter Zeit über Geld und Beruf dir Sorgen gemacht hast, dass du Albträume hattest, Versagens-, Existenzängste, all sowas. Da kommt aber Klärung rein. Ne? Also hier kommt mit den 9 der Schwertern kommt ja auch Klärung rein, weil die 9, ne, ist die Erntekarte, ist die 9, ist die Ernteenergie, besser gesagt. Und hier kommt Licht ans Dunkel, Licht in deine Gedanken. Ne? Und deswegen hast du mit dem Ritter der Stäbe auch neue Energie, neue Impulse. Du könntest auch wirklich Hummeln im Hintern haben. Eine bestimmte Idee, eine bestimmte Vision verfolgen zu wollen. Zweite Monatshälfte, 9 der Kelche. Da bist du glückselig. Du könntest dich in einem guten Umfeld befinden. Dir macht das Spaß, was du tust. Du bist mit vollem Herzen dabei. Bei einigen kann das auch bedeuten, dass du jetzt einem Herzensprojekt nachgehst und das macht dich einfach glücklich und zufrieden. Du wirfst dir offensichtlich alle Sorgen über Bord oder zumindest bist aktiv dabei. Wie zeigt sich das im Außen? Der Hund ist gefallen. Ja, deine Loyalität macht sich zum einen bemerkbar, aber mit dem Hund kriege ich natürlich auch eine unterstützende Energie rein. Das heißt, du bekommst hier Unterstützer. Unterstützer im beruflichen Kontext. Jemand pusht dich, jemand sagt dir, hey, das ist gut, wie du das machst. Du bist genau richtig. Unterstützer kann auch sein, dass es dein langjähriger Bankberater ist, der dich einfach in Sachen Finanzen gerade unterstützt und dir einen neuen Weg aufzeigt. Okay? Wir gehen weiter mit der Liebe. Beruflich und finanziell sieht das ja schon mal alles sehr hervorragend aus. Liebe für Jungfrau, bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Zusatzenergie, die Liebe. Oh, hier gibt es eine neue Chance. Das lieben wir ja. Ich deute Tarot übrigens richtig herum. Also auch wenn hier Karten jetzt verkehrt herum zeitweise liegen, hat das für mich in der Regel keine Bedeutung. Die Sonne hat sich kurz gezeigt. Sehr schön. Ja, Tod, Wiedergeburt, der Herrscher. Okay, also hier darf sich auch in der Liebe was verändern. Der Tod, Wiedergeburt spiegelt Transformation dar. Also auch hier darf etwas losgelassen werden. Alter Groll, alte Sorgen. Ich kriege auch rein Negativerfahrungen aus alten Beziehungen, darfst du umfunktionieren und dadurch ergibt sich hier für dich eine neue Chance. Eine neue Chance mit den Ass der Münzen, eine neue Chance auf Stabilität, auf Wertschätzung, auf ich bin angekommen. Der Herrscher übernimmt Verantwortung. Der Herrscher, Sternzeichen Widder, gebe ich einfach mal so mit rein, ist jemand, der nimmt sich den Dingen an. Also hier könnte es sein, dass du von der passiven in die aktive Rolle kommst. Du übernimmst aktiv Verantwortung für diese neue Chance, die sich in der Liebe bieten darf. Vielleicht gehst du aktiv auf jemanden zu oder du öffnest dich jemandem, damit eine Beziehung draus werden kann. Also allgemein bist du hier wesentlich aktiver und präsenter unterwegs. Nee, die Karte ist es nicht. Man merkt es irgendwie. Die ist mir gerade noch. Okay, die soll es sein. Die ist mir rausgeflogen. Ja, der Park, Leute, ich sag doch. Ihr öffnet euch. Der Park ist auch die Öffnung. Der Park ist die Öffentlichkeit. Kann sogar sein, dass hier eine neue Beziehung oder eine Beziehung als solches öffentlich gemacht wird oder man begegnet sich. Du öffnest, also du begegnest jemanden so in der Öffentlichkeit, der für dich eine neue Chance darstellt. Also hier ganz große Chance auf Stabilität, auf das, was du dir wünschst. Deine Chancen und Potenziale, erster, zweiter Monat, hätte ich fast gesagt. Erste, zweite Monatshälfte. Page der Schwerter, sehr schön. Neue Ideen, neues Denken, neue Visionen. Und die 9 der Schwerter, du lässt los. Albträume dürfen endlich ein Ende haben. Na, guck mal. Also ich habe schon gesagt, hier passiert viel im Kopf. Aber dadurch, ja, König der Münzen, ne, du hast hier die Chance zu wachsen. Du hast die Chance zu heilen und wirklich für dich in eine Art der Zufriedenheit zu kommen, wie du es vielleicht lange
nicht gespürt hast und alles hängt, ich habe schon gesagt, sehr schwertlastig, sehr gedankenlastig, ne? Kommunikation spielt eine große Rolle, hat uns ja schon das dritte Haus verraten. Hier ist der Ring steht für Verträge und Verbindlichkeit. Also hier, ich habe das Gefühl, du hast dich die letzten Monate stark zurückgezogen oder hast dich mit Unsicherheiten zu kämpfen gehabt, aber damit soll jetzt Schluss sein. Diese Unsicherheiten haben ein Ende. Du bist dir deiner Sache, du bist dir einer Sache, eine Verbindung in deinem Leben sicher und daraus darf nun Wachstum resultieren. Sehr schön. Ein letzter Tipp, bitte. Na, oder? Wir nehmen die schon mal mit rein, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch mal weiter mischen. Die 8 der Münzen ist schon mal ein Tipp. Ein Tipp, ein Ratschlag und der zweite Tipp ist die 8 der Kelche. Ja, okay. Mit den 8, mit den, ja, beides 8, also Ratschlag ist auf jeden Fall, komm in die Bewegung. Die 8 ist die Zahl der Bewegung, der Aktivität im Tarot. Und das ist hier eine ganz klare Botschaft. Du sollst dich bewegen, sowohl bei den Münzen, das heißt im Weltlichen, vielleicht im Beruflichen, ne, also stehe zu dem, was du kannst, ne, also zeige dich auch, mach dich sichtbar und mit den 8 der Kelchen distanziere dich gleichzeitig von emotionalen Energiesaugern. Distanziere dich von Situationen, Beziehungen, Verbindungen, die dir nicht mehr gut tun, die nicht mehr richtig sind. Also es könnte auch wirklich ein Monat des Abschiedes für dich werden, aber dieser Abschied dient am Ende deiner gesellschaftlichen Verbesserung. Ne? Also Verbesserung, wo du sagst, hey, da bin ich endlich angekommen, man sieht mich, ich werde anerkannt. Denn nach der 8 kommt die 9 und das ist wieder die Ernte. Und da möchtest du ja langfristig hin. Und mit diesen Gedanken, liebe Jungfrau, verabschiede ich mich von dir, von euch. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr hier Teil meiner Videos werdet oder sein möchtet. Du bist sicherlich nicht aus Zufall heute auf diese Botschaft gestoßen, Leute. Irgendwie, es fühlt sich manchmal für mich an, als wäre Merkur gerade wieder rückläufig, so viel wie ich momentan Knoten in der Zunge habe. Aber ich denke, die Botschaften sind trotzdem zu euch gelangt, in welcher Form auch immer. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich, von euch zu lesen, zu hören. Und ja, in diesem Sinne möchte ich auch mal alle grüßen, die hier regelmäßig kommentieren. Ich weiß, es gibt so ein, zwei Leutchen, die ich immer sehe unter den Videos und das ist ganz, ganz toll. Ich sehe euch im wahrsten Sinne. Das ist ja auch der Tipp hier für den Oktober. Ich sehe euch. Ich hoffe, ihr euch auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Deine, eure Janina. Ciao.